Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution Video, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie ihr einen Sauropodentunnel bauen könnt. Dieser entsteht, wenn ein Sauropode, wie zum Beispiel der Brachio oder der Mamenchisaurus, gerade trinken möchte und dann mit seinem Hals sozusagen einen Tunnel bildet und man dann da unten durch fährt bzw. läuft. Und weil dieses wunderschöne Spektakel sehr, sehr selten nur rein zufällig vorkommt, zeige ich euch heute einen Trick, wie ihr das Ganze so ein bisschen erzwingen könnt, dass es häufiger passiert und man dann auch wirklich, wenn man mit der Jurassic Tour durch ein Gehege fährt, durch die Hälse von den Sauropoden dann durchfährt. Und dazu brauchen wir natürlich als allererstes ein Gehege für die Sauropoden. Da müsst ihr beachten, wenn ihr das Ganze baut, dass ihr das auf Wasserhöhe platziert, weil bei Jurassic World Evolution kann man Wasser leider nur auf bestimmten Höhen platzieren. Deswegen empfehle ich euch, schnappt euch das Wassertool, zeichnet ein wenig Wasser, und dann seht ihr auch schon, was ich meine. Denn hier entsteht so ein ganz leichter Hügel. Und das ist halt das Problem, weil das hier war keine Wasserhöhe, das hier ist Wasserhöhe. Und dadurch, dass ihr jetzt dieses Wasser gezeichnet habt, könnt ihr das einfach wieder entfernen und habt dann hier die Wasserhöhe. Auf dieser Höhe könnt ihr Wasser zeichnen und deshalb hebt ihr jetzt das Land am besten auf diese Höhe komplett drumherum an, wo ihr das Gehege baut. Oder zumindest an der Stelle, wo dann der Tunnel später entstehen soll. Dann sucht ihr euch als nächstes am besten schon mal die Stelle raus, wo dann die Sauropoden trinken sollen und die Besucher unter den Hälsen durchfahren oder durchlaufen sollen. Ich empfehle euch, wenn ihr das zum ersten Mal oder sowas macht, baut das Ganze am besten erstmal gerade. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal hier dieses Stück. Das ist jetzt die Gerade. Hier sollen dann später die Sauropoden trinken. Das ist jetzt genau dieses Stück, da werden wir gleich Wasser hinmachen. Ich prüfe jetzt nochmal, ob das alles auf einer Höhe ist. Das sieht aber soweit sehr, sehr gut aus. Und wir machen das als allererstes mal mit der Jurassic Tour, würde ich sagen. Das heißt, die platziere ich jetzt mal ganz kurz hier, damit wir gleich anfangen können. Wichtig ist jetzt, dass ihr die Strecke direkt an den Zaun platziert. Das ist tatsächlich, wenn ihr erst die Strecke platziert und dann den Zaun, ein bisschen einfacher. Deswegen werde ich den Zaun jetzt auch nochmal entfernen und das im Nachhinein nochmal ein bisschen verändern und anpassen. Orientiert euch da immer so ein bisschen hier an diesen kleinen Lämpchen und dann versucht einfach an der Stelle, wo ihr das geplant habt, möglichst nah ranzugehen. Ich glaube, viel näher kommen wir nicht ran als so. Nee, das sieht gut aus. Das ist halt jetzt unser Stück, wo die Sauropoden dann später trinken werden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Kurve und sowas bauen. Das ist halt nur ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen mehr rumtricksen. Aber funktioniert auch. Also wenn ihr das Ganze so macht, dann könntet ihr auch diesen Tunnel oder die Wasserstelle für die Sauropoden in der Kurve hier bauen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr viel machen, sondern müssen nur noch hier ein wenig Wasser zeichnen, direkt an der Strecke. Klappt ja auch wunderbar, dadurch, dass wir auf Wasserhöhe sind. Ansonsten hätten wir Probleme bekommen. Hier auf der linken Seite machen wir das weg, weil da sollen die ja nicht rein. Die Sauropoden werden dann nämlich später auf dieser Seite stehen und mit dem Hals hier nach drüben trinken. Dann habe ich jetzt hier als nächstes den Zaun einmal komplett auf der Innenseite von der Strecke entlang gezogen. Dadurch entsteht halt jetzt sozusagen schon das Gehege, da wo sich die Dinosaurier dann später drin bewegen können. Mit einer Mod werden wir dann gleich diesen inneren Zaun verschwinden lassen. Und jetzt könnt ihr nochmal ganz normal, wie ihr möchtet, den äußeren Zaun ziehen. Ihr müsst allerdings bedenken, das ist jetzt ein Bereich, wir machen das mal mit so einem dickeren Zaun, das ist jetzt ein Bereich, da werden die Sauropoden nicht hinlaufen. Aber das macht ja auch gar nichts. Ist ja sowieso ganz cool, dass die dann nicht mehr auf die Strecke laufen und eher im Inneren des Geheges bleiben. Kann man natürlich auch ein bisschen anders machen, wenn man den Zaun später stehen lässt und nicht die Mod verwendet. Dann könnte man das auch noch mit Toren und sowas machen. Aber es geht jetzt erstmal nur um diese Trinkstelle. Und ja, das ist jetzt eigentlich schon der Grundriss. Ich werde jetzt schon mal die Sauropoden freilassen. Wir können uns die ja mal eben angucken. Ich habe hier schon 5 Mamenchisauren vorbereitet. Es gibt ja mehrere Sauropoden. Ich habe die auch alle ausprobiert. Am besten klappt das mit dem Mamenchi, den ich vorbereitet habe. Mit dem Brachio geht es auch. Und mit dem Dreadnoctus. Allerdings ist es da teilweise ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich sehr genau arbeiten, damit die da trinken und nicht verdursten. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr sowas plant und unbedingt machen wollt, macht das am besten mit dem Mamenchisaurus. Der ist am größten und hat den längsten Hals. Und dadurch hat er halt die größte Reichweite und kann dann am besten trinken, auch über den Zaun hinweg. Da könnt ihr ihn jetzt ja mal sehen. Der ist halt riesig. Und davon lasse ich jetzt alle 5 frei. Und dann werden wir das Ganze mal testen, ob es funktioniert.
So, da sind die 5 Mamenchis gelandet. Und die sollten jetzt eigentlich hier vorne was trinken gehen, weil die alle durstig sind. Und dann fahren hier wunderschön die Trucks durch die Hälse von den Mamenchis durch. Jetzt entsteht hier nämlich der schöne Sauropodentunnel. Da hinten kommt jetzt die Jurassic Tour, leider vom Timing nicht ganz so gut. Also normalerweise ist es dann so. Und dann können die hier unten durchfahren. Die anderen kommen da hinten auch schon angelaufen. Also das klappt alles wunderbar. Den Zaun werden wir dann später noch mit einer Mod entfernen. Würde ich euch zumindest empfehlen, wenn ihr das bei einer Jurassic Tour oder Gyros Fernfahrt macht. Weil das dann einfach noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, jetzt seht ihr es wunderbar. Da fährt die Tour durch den Tunnel. Ah, ist das nicht toll? Ich habe jetzt folgende Mod installiert. Die ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung ein Video, wo ich erkläre, wie man Mods installiert, falls ihr noch nicht wisst, wie das geht. Und mit dieser Mod kann man Zäune unsichtbar erscheinen lassen. Ich habe jetzt mal den leichten Stahlzaun als unsichtbar ausgewählt, weil ihr könnt euch da ja auch so ein bisschen entscheiden, welchen ihr haben wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch hier die Betonmauer nehmen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, den leichten Stahlzaun installiert. Und jetzt kann ich das hier ersetzen. Und dann seht ihr schon, der Zaun ist unsichtbar. Der ist natürlich noch vorhanden, also die Dinos können da nicht hindurch oder sowas. Aber der wird halt einfach optisch nicht mehr angezeigt. Was eine ziemlich coole Mod ist. Und jetzt sieht es halt wirklich so aus, als wenn wir hier mit der Tour im Gehege entlang fahren. Und das wird dann gleich auch so aussehen, wenn hier die Sauropoden trinken, dass wir da schön unten durchfahren. Und die werden dann auch nicht im Weg oder sowas stehen. Also die Tour kann dann wirklich perfekt da entlang fahren, ohne dass die irgendwie behindert wird von den Sauropoden. So Leute, wie ihr seht, klappt das Ganze wirklich wunderbar. Und ohne Zaun sieht es auch gleich viel besser aus. Jetzt fahren wir hier schön durch den Sauropodentunnel durch. Ist das nicht cool? Oh mein Gott, das ist so nice. Ich finde das richtig nice. Wollen wir das jetzt richtig häufig funktionieren, weil man halt einfach dadurch, dass die Sauropoden gezwungen sind, hier zu trinken, das einfach richtig, richtig häufig zu Gesicht bekommt. Vor allem, wenn man dann irgendwie hier 5, 6, 7 Mamenchis drin hat. Man kann das Ganze natürlich dann ja auch noch größer bauen und mit mehr Wasser stellen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man das mit Wegen macht. Ziemlich cool, wie ich finde. Leider laufen hier gerade keine Besucher unten durch. Aber ihr seht schon, ne? Hier wird ein richtiger Tunnel gebildet. Könnt ihr mal einmal unten durchfliegen. Tun so, als wenn wir die Besucher sind. Ist das nicht cool, wenn man hier dann durchgeht? Finde ich mega nice. Das klappt auch echt sehr gut. Aber ich kann euch nur empfehlen, nehmt den Mamenchisaurus. Mit den anderen ist es immer so ein bisschen Glückssache. Also manchmal klappt es nicht. Da braucht man, glaube ich, so ein bisschen Glück, wie das Wasser platziert ist, wie der Zaun platziert ist und so weiter. Aber ich feiere das schon mega. Leider ist der halt so ein bisschen im Zaun drin, aber das kann man nicht ändern. Das hier ist übrigens der beste Zaun dafür. Ich kann euch mal eben die anderen zeigen, die noch zur Auswahl stehen. Hätten wir einmal den hier, der ist leider zu hoch. Da seht ihr schon, der Hals wäre dann voll da drin. Das wäre der kleinste Zaun aus der Jurassic Park Ära. Und dann natürlich haben wir noch den hier, der ist auch ein bisschen zu hoch. Deswegen würde ich euch immer den leichten Stahlzaun empfehlen. Das ist ja der kleinste von Jurassic World Ära. Und meiner Meinung nach auch der bestgeeignetste. Man könnte hier natürlich auch den Zaun weglassen mit der Mod, die ich euch vorhin gezeigt habe. Allerdings wäre das natürlich dann sehr unrealistisch, ne? Würde aber auch irgendwie witzig sein. Wenn hier gar kein Zaun ist und die Gäste gar keine Angst hätten, hätte auch irgendwie was. Was ich euch noch ans Herz legen kann, ist, dass ihr am besten hier diese Jurassic Park Wege verwendet. Weil die sind einfach ein bisschen schmaler als die Jurassic World Wege. Ich zeige euch das mal eben hier vorne. Zeichnen wir die mal. Also diese drei hier wären das. Ich zeichne mal ein, dann seht ihr das. Das hier sind im Vergleich die Jurassic World Wege. Und dann seht ihr schon, dass die Jurassic Park Wege, die auf der linken Seite hier, deutlich schmaler sind. Und je schmaler, desto besser. Weil dann einfach die Distanz von Gehege zu Gewässer ein bisschen geringer wird. Und dann klappt das Ganze umso besser. Achso, falls ihr euch übrigens fragt, wie es möglich ist, dass man Jurassic Park Wege und Jurassic World Gebäude gleichzeitig verwenden kann. Dafür gibt es auch eine Mod, die ist auch unten für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, diese Bauidee hat euch gut gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen.
Und falls ihr noch andere coole Ideen habt für Jurassic World Evolution, irgendwas was ganz Besonderes oder so, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das ja vielleicht auch mal ausprobieren. Und falls ihr das Ganze ja auch irgendwie nachbaut mit einer coolen Umsetzungsweise oder sowas, könnt ihr gerne Screenshots davon bei uns auf dem Discord posten. Der Discord-Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Anblick verabschiede ich mich für heute von euch. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.